Meine Damen und Herren, 2012 lautet das übergreifende Thema von Convoco zwischen Sein und Sollen, kollektiver Rechtsbruch als Gefahr für unsere Freiheit. Ich habe dieses Thema gewählt, weil es hochaktuell ist und unsere Gesellschaft im Kern trifft. Es geht bei unserem Thema um Rechtsbruch als soziale Praxis, als kulturelles Konstrukt und als rechtlich sanktionierbares Handeln. Sind kollektive Rechtsbrüche Ausdruck oder Motor historischer Entwicklungen? Bedingen sie den gesellschaftlichen Wandel oder sind sie das Resultat gesellschaftlicher Veränderung? Wir wollen der Frage nachgehen, welche Rolle das Recht für unser Zusammenleben einnimmt und insbesondere, was die Rolle von Freiheitsrechten in der dynamischen, offenen Gesellschaft ist. Ab wann wird die Informalisierung und Pluralisierung der Regeln als Erosion der Freiheitsrechte zur Gefahr der Freiheit selbst? Meine Damen und Herren, wir können uns glücklich schätzen. Die meisten von uns kennen nur ein Leben in Freiheit. Wir nehmen die Freiheitsrechte als gegeben hin. Wir sollten anerkennen, dass sie ein schützenswertes Gut sind, das uns allen sehr wichtig sein sollte. Wir werden darüber nachdenken, wie kollektive Rechtsbrüche unterbunden und gestoppt werden können. Sie alle kennen unsere Justizministerin, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Der Ministerin wurde Anfang dieses Jahres die Frage gestellt, warum sie eine EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung nicht umsetzen wird. Sie antwortete, die Brüsseler Kommission habe ohnehin schon mehr als 50 Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angestrengt. Auf eines mehr käme es auch nicht an. Damit ist der Rechtsbruch in Deutschland auf der Ebene des Staates offiziell angekommen. Seit einigen Jahren besteht in bayerischen Schulen ein Handyverbot. Doch die meisten Schüler halten sich nicht daran. Aber auch viele Lehrer, obwohl sie das Handy wahrnehmen, treten dem betreffenden Schüler nicht entgegen. Die Vermutung liegt nahe, der Rechtsbruch wird gesellschaftsfähig. Die gravierende Frage, die sich stellt, ist, ob der kollektive Rechtsbruch dabei ist, die Norm zu werden. Der kollektive Rechtsbruch findet auf unterschiedlichsten Gebieten statt. Die Verträge von Maastricht werden seit Jahren nicht eingehalten. Ansonsten würde die Eurozone nicht um ihre Existenz bangen. Mit einer Leichtigkeit werden im Moment kollektive Rechtsbrüche als Rettungsmaßnahmen dargestellt. Unsere Finanzmärkte sind aus dem Ruder gelaufen. Am 26. September 2011 stand in der FAZ, doch was gelten in Krisenzeiten Gesetze? Aber wir schließen mit dem Thema des kollektiven Rechtsbruchs auch unser letztjähriges Thema an. Wem gehört das Wissen der Welt? Zum einen ganz konkret durch die täglichen Verletzungen des Urheberrechts, die wir wahrscheinlich alle begehen. Menschen, die nie eine Packung Kaugummi stehlen würden, bedienen sich im Netz ohne Gewissensbisse. Die amerikanische Filmindustrie verliert jährlich nach eigenen Angaben 60 Milliarden Dollar durch illegale Downloads. Bitte stellen Sie sich das mal vor. Ein weiterer Anknüpfungspunkt an das letztjährige Thema findet sich in den Verletzungen des Datenschutzes, die wir täglich hinnehmen. Der Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Thilo Weichert, sagte kürzlich in einem Interview, es ist leider derzeit noch so, dass ein Global Player, und gemeint war Google, einen Datenschutzhebel ungehindert umlegen darf, ohne dass wir dagegen ein direkt wirkendes Mittel hätten.
Zum anderen, weil unsere Welt im Wandel den kollektiven Rechtsbruch bedingt. Die Revolution in der Informationstechnologie verändert unsere Gesellschaft, unser Denken, unsere Kommunikation. Sie bricht traditionelle Strukturen auf und verändert unsere Welt, wie wir sie kennen. In dieser Welt entwickeln wir multiple Identitäten aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Berufs, der Religion, der ethnischen Zugehörigkeit oder vielleicht selbst aufgrund eines Internet-Avatars. Die neuen Technologien beschleunigen die Globalisierung. Letztendlich führen sie zu einer fragmentierten Welt. In Zukunft wird unsere Welt durch multipolare Zentren gekennzeichnet sein. Es kommt zu wechselseitigen Beziehungen zwischen unterschiedlichen Rechtsgemeinschaften. Dies führt zwangsläufig zu Rechtsbrüchen, die wir als Kollektiv begehen und hinnehmen. Die heutige Welt wird immer komplexer. Sie ist gekennzeichnet durch ständig wandelnde Koalitionen. Das führt dazu, dass die Frage nach der Verantwortung essentiell wird. Meine Antwort auf die Frage, wem gehört das Wissen der Welt, war und ist, denjenigen soll es gehören, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung in Hinsicht auf das Gemeinwohl, das Bonum Commune Ciceros und Cäsars. Schon Aristoteles beurteilte ein Regierungssystem nach der Fähigkeit, das Gemeinwohl in Bezug auf Sicherheit und Wohlstand zu vermehren. So kommt es heute darauf an, durch aktives Tun Verantwortung zu übernehmen. Parakana, Experte für Geopolitik, spricht in seinem Buch »Wer regiert die Welt?« von der Diplomatie der Tat. Es kommt heute weniger darauf an, wer eine Intervention durchführt, als dass sie positive Ergebnisse zeigt. Wir leben in einer Zeit, die einen neuen Umgang mit unseren Problemen braucht. Informelle Mechanismen können wirkungsvoller sein als Gesetze, die nicht beachtet oder die nicht durchgesetzt werden können. Diese neue Welt verlangt nach einer gesteigerten Verantwortlichkeit. Alle, die an Convoco teilnehmen, wollen heute Verantwortung übernehmen für unser Leben von morgen. Es geht uns darum, im Hier und Jetzt zu initiieren und zu handeln. Theodor W. Adorno sagt, die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Darin liegt die Aufforderung zum Handeln. Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute zwei Menschen begrüßen zu dürfen, die sich durch Handeln ausgezeichnet haben. Seine Exzellenz Shaukat Aziz, den ehemaligen Premierminister von Pakistan, und Herrn Professor Peter Eigen, Gründer von Transparency International. Seine Exzellenz Shaukat Aziz war von 2004 bis 2007 Premierminister von Pakistan, nachdem er zuvor 5 Jahre Finanzminister war. Er ist aktiv gegen Korruption in seiner Regierungszeit vorgegangen. Seine Politik war auf Transparenz ausgerichtet. Dies brachte ihm im In- und Ausland hohes Ansehen. Die von ihm eingeführten Reformen führten dazu, dass Pakistan zu einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaften Asiens wurde. Durchschnittlich gab es ein Wachstum jährlich von 7,5%. Herr Professor Peter Eigen gründete nach Jahren bei der Weltbank Transparency International 1993. Transparency International ist eine NGO, wie Sie alle wissen, die sich vor allem für die Bekämpfung von Korruption einsetzt. Ein aktuelles Ranking der Universität Pennsylvania setzt Transparency International auf Platz 8 der weltweit besten Thinktanks.
Die Organisation veröffentlicht jährlich einen Korruptionswahrnehmungsindex und, um das Bild zu vervollständigen, einen Bestecherindex. Außerdem vergibt sie einen Integrity Award, nicht immer zur Freude aller Beteiligten. Herzlich willkommen, Ihre Exzellenz, Sarkat Aziz. Herzlich willkommen, Herr Professor Eigen. It's a big honor for me that you're here tonight, and I'm looking forward to your talks. You will talk about the core issue in the field of breaking the law about corruption. Das Thema des heutigen Abends lautet die Rolle der Zivilgesellschaft für eine gerechtere globale Regierungsführung, der Kampf gegen internationale Korruption. Wo Korruption herrscht, beginnt das Scheitern eines Staates. Korruption bedeutet den kontinuierlichen Prozess der Auflösung staatlicher Strukturen und des Rechts. Korruption zerstört die Grundlage des Zusammenlebens von Bürgern in Sicherheit innerhalb eines Staates. Die letztendliche Konsequenz sind Bürgerkriege, innerstaatliche Gewalt und Unterdrückung. Die schlimmsten Formen von Terrorismus können die Folgen sein. Vielleicht ist die von solchen Staaten ausgehende Gewalt die größte Bedrohung für die Sicherheit der westlichen Welt. Es stellt sich bedeutende Frage, was der angemessene Umgang ist mit dem Problem des Zerfalls vieler Nationalstaaten. Das, meine Damen und Herren, sind meine Gedanken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.